Liebe Kameraden, die NPD macht heute hier eine Kundgebung, um dagegen zu protestieren, dass unter äußerst dubiosen Umständen hier ein Block von deutschen Bürgern leergezogen wird, um mit Ausländern bzw. Asylbewerbern gefüllt zu werden. Und zwar in der Baustraße in der Wolgaster Nordstadt, die hier jedem schon bekannt sein dürfte. Wenn das halbwegs real gelaufen wäre, dann hätte es folgendermaßen stattfinden müssen. Man hätte offen und ehrlich die Mieter zu einer Mieterversammlung zusammengerufen, hätte ihnen das Ganze vorgestellt, hätte ihnen ein Angebot gemacht, ob sie das wirklich wollen oder nicht, ob sie ausziehen wollen, ob sie neue Wohnung akzeptieren wollen und hätte sie dann frei entscheiden lassen. Aber so lief es nicht. Wir haben mittlerweile mit Bürgern gesprochen, die betroffen sind, die dort in der Baustraße wohnen. Und sie haben uns Folgendes erzählt. Schon lange bevor sie überhaupt davon gehört hatten, dass ihr Block in ein Asylheim umgewandelt werden soll, sollen da schon Mitarbeiter einer Umzugsfirma herumgeschlichen sein und sich schon mal angesehen haben, wie man den Umzug am besten organisieren kann. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Mieter noch gar nichts. Dann wurden sie von der Wohnungsgesellschaft, von ihrem Vermieter, zu Einzelgesprächen gebeten, ohne dass man ihnen gesagt hätte, worum es ging. Viele haben sich schon gefreut. Es waren ältere Leute, 80-jährige, sogar eine 90-jährige Dame wohnt da. Und sie dachten, sie kriegen endlich einen Fahrstuhl, den sie sich schon lange gewünscht hatten. Aber einen Fahrstuhl gab es nicht. Stattdessen wurden sie zu den Einzelgesprächen geladen. Und dort hat man ihnen dann mitgeteilt, es sei geplant, dass man ihren Block in ein Asylheim umwandeln will und dass es auch, dass sie umziehen sollten. Es hatte fast Befehlscharakter. Und nach den Schilderungen der Menschen zu urteilen, entbehrte das Ganze auch nicht gewissen Elementen der Einschüchterung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man hat ihnen gesagt, sie müssten umziehen, dagegen wäre gar nichts zu machen und sie sollten sich besser gar nicht dagegen wehren. Und vor allen Dingen hat man sie auch noch als erwachsene Menschen dazu vergattert, dass sie den anderen Nachbarn nichts sagen sollten. Das heißt, die Leute wurden gegeneinander ausgespielt und vereinzelt, damit man jeden Einzelnen möglichst das Gefühl geben konnte, dass er unter Druck war und dass er nichts dagegen machen konnte. Nun leben in diesem Block meistens ältere Bürger. Die sind noch von der SED gewohnt, dass man den Staat fürchtet und fühlen sich eingeschüchtert. Und dieses Einschüchterungsgefühl, das hat die BRD geerbt und benutzt es weiter. Wobei es auch gut passt, dass der hiesige Bürgermeister in Wolgast mit der Linken, der ehemaligen SED, mit deren Hilfe in sein Amt kam. Und so kommen diese älteren Menschen, ältere Damen, 70, 80, 90, da rein, werden einem Einschüchterungsszenario ausgesetzt. Man vermittelt ihnen den Eindruck, sie hätten gar keine Chance, sich zu wehren. Und dann geben sie eben nach. Und dann ziehen sie eben aus, zumal sie ja untereinander nicht miteinander sprechen durften und sich nicht zusammenschließen konnten als Mieter. Solidarität war nicht gefragt. Auch die Handwerker, die jetzt schon in diesem Block arbeiten, sind eingeschüchtert oder fühlen sich zumindest eingeschüchtert. Wenn man sie fragt, für wen arbeitet ihr eigentlich, was kostet das eigentlich alles und was macht ihr eigentlich genau, dann sagen die nichts. Die sind offenbar auch vergattert worden zu schweigen. Und unter diesen Umständen läuft diese Umwandlung eines deutschen Mietblocks in ein Asylantenheim. Durch Tricks, durch tückische Manöver, durch eine Atmosphäre der Einschüchterung, die geschaffen wird. Und so kriegt man die Leute nun dazu, ihre angestammte Wohnung zu verlassen. Und der schlimmste Fall ist der einer 90-jährigen Dame, die da schon seit Jahrzehnten wohnt und die jetzt nochmal umziehen muss, damit Asylbewerber dort einziehen können. Und für die ist allerdings, für deren Wohl wird viel getan. Es werden neue Badewannen gekauft, neue Waschmaschinen, alles Mögliche, die werden vom Besten, werden diese Blocks ausgestattet. Der Block selber, wenn man ihn sich ansieht, sieht nicht besonders gut aus. Der hätte mal eine Renovierung verdient. Das ist jahrelang nicht gemacht worden oder nur in sehr zurückhaltendem Maße, sodass er immer noch leicht heruntergekommen aussah. Jetzt wird der blitzblank gemacht. Das wird der bestaussehendste Block in ganz Wolgast. Jetzt, wo da Asylbewerber drin sind. Die Bewohner der Nachbarblocks sind auch begeistert davon, dass bei ihnen nichts läuft, dass bei ihnen die Fenster nicht erneuert werden, dass bei ihnen nicht renoviert wird, sondern nur bei diesem Block, in den die Asylbewerber reinkommen. Auch da sollen schon, wie wir gehört haben, Unterschriftensammlungen laufen, dass die Bürger sagen, wenn bei den Asylbewerbern, dann gefälligst auch bei uns, dann wollen wir auch mal einen renovierten Block haben. Die Frage ist, ob das auch gemacht wird.
den Leuten, die dort zum Auszug fast schon genötigt worden sind oder sich zumindest genötigt fühlen, wurden neue Wohnungen versprochen. Ob sie die auch so kriegen und ob das wirklich alles so läuft, wie versprochen, wird man auch sehen. Aber es erinnert schon beinahe an Entmietung. Es erinnert schon ein bisschen an Praktiken unmittelbar in der Besatzungszeit, als deutsche Bürger aufgefordert worden, für alliierte Offiziere die Wohnung frei zu machen. Also auf dem ganzen Niveau läuft das schon etwa. Und wer dann kommt, woher diese Asylbewerber kommen, das weiß auch keiner, noch nicht. Der Bürgermeister weiß allerdings schon, dass die traumatisiert sind. Also das weiß er ganz genau, die sind traumatisiert. Auch wenn er noch nicht weiß, woher die kommen. Wir werden sehen, woher sie kommen. Traumatisiert? Wovon soll die traumatisiert sein? Vielleicht davon, dass sie 5.000 Euro an Schlepperbanden zahlen mussten. Denn wenn ich von Afghanistan nach Deutschland will, dann geht das über Schlepperbanden. Und dann zahle ich 5.000 Dollar oder Euro mindestens. Überlegen Sie sich mal, ob Sie das Geld hätten, wenn Sie von Deutschland fliehen müssten und nach Afghanistan fliehen wollten, ob Sie mal eben 5.000 Dollar einer Schlepperbande auf die Hand zahlen könnten. Also Armutsflüchtlinge kann man das nicht nennen. Außerdem gibt es in Afghanistan einen Bereich, der von der Bundeswehr kontrolliert wird. Wenn einem in Afghanistan die dortigen Verhältnisse nicht passen, dann kann er dorthin gehen, ist er unter dem Schutz der Bundeswehr. Das kann er wohl nicht angehen, dass jemand von der Bundeswehr, von einem Gebiet, das von der Bundeswehr kontrolliert wird, nach Deutschland flieht, auf der Flucht vor der Bundeswehr. Die ist hier ja auch. Und da muss man wirklich sagen, mein Freund, geh mal wieder nach Hause. Das ist kein politisch Verfolgter oder Widerstandskämpfer. Das ist wirklich einer, der einfach nur hinter dem guten Leben her ist. Aus Afghanistan können wir ja keinen akzeptieren. Auch nicht aus dem Kosovo, wo die Bundeswehr auch mitregiert und mit eine Kontrolle ausübt. Da können sie sich auch sicher fühlen. Auch nicht aus EU-Mitgliedstaaten wie Rumänien und Bulgarien, wo jetzt Roma kommen und sagen, sie werden verfolgt. Wenn das so ist, sollte man diese Länder erstmal aus der EU ausstoßen, bevor man da sagt, das sind wirklich anerkannte Asylbewerber. Und auch nicht aus den Revolutionsländern Tunesien, Ägypten, Libyen. Die sollen da gefälligst mitkämpfen und ihre Diktaturen stürzen, anstatt hier anzukommen und ein bequemes Leben haben zu wollen. Es gibt zwar Ausnahmen, die Christen im Irak etwa, das kann man eingestehen, aber der überwiegende Anteil derer, die hierher kommen und Asylbewerber spielen, sind entweder zu bequem, um ihre Länder aufzubauen, wie unsere Trümmerfrauen es gemacht haben, oder sie sind zu feige, gegen ihre Regime zu kämpfen oder auch zu demonstrieren. Wären bei uns alle so feige gewesen, dann wäre Honecker heute noch an der Regierung und 1989 hätte keiner demonstriert. Es ist sowohl inakzeptabel, dass hier Leute aufgenommen werden, die aus Bequemlichkeiten, aus Feigheit hierher kommen, und es ist erst recht inakzeptabel, wenn mit solchen Methoden, mit solchen dubiosen, heimtückischen Methoden Blöcke von Deutschen leergezogen werden und Asylbewerber untergebracht werden. Wenn der Bürgermeister, der hier durch die Linke ins Amt gekommen ist, meint, er könnte das alles heimlich, still und leise durchziehen und könnte der Bevölkerung noch einreden, dass alle das toll finden würden und dass alle jetzt Multikulti wären und Fest der Kulturen und so weiter, dann hat er sich geschnitten. Die NPD wird das ganz genau beobachten. Wir werden ständig mit den Leuten reden, auch mit den Betroffenen, die in der Baustraße wohnen und die jetzt umziehen mussten. Wir werden das alles ausgraben, was gelaufen ist. Wir werden alles an die Öffentlichkeit bringen. Und Wolgast und dieses Asylantenheim werden ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten sein. Denn es gibt hier noch eine nationale Opposition. Und gegen die dürfte es verdammt schwer sein, das Lügengebäude, das jetzt errichtet wurde, aufrechtzuerhalten. Wir kriegen alles raus und wir werden Sie informieren, liebe Bürger von Wolgast. Vielen Dank. Alle Einwohner einen sogenannten Migrationshintergrund. Tendenz steigend. Hauptverantwortlich sind die Politiker, ohne deren politische Weichenstellung die Überfremdung unseres Volkes nicht möglich gewesen wäre. 1955 begann die Anwerbung von Gastarbeitern. Es war unverantwortlich, dass Gastarbeiter ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhielten und der Nachzug ihrer Familie erlaubt wurde, ohne an künftige Probleme zu denken. Politiker und Medien sprechen bei Ausländern gerne von angeblicher Bereicherung. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Die Ausländer belasten nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch unseren Sozialstaat. Mehr als 40% der Sozialhilfebezieher in der BRD sind Ausländer. Bislang haben sie allein in unserem Sozialsystem über 1 Billion Euro an Schäden verursacht. Durch Sozialversicherungsabkommen mit anderen Ländern werden Ausländer und ihre Familienangehörigen kostenlos und ohne einen Cent Zuzahlung
in der gesetzlichen deutschen Krankenversicherung mitfinanziert. Wie kann es sein, dass wir diesen Wahnsinn aus Gründen der politischen Korrektheit bislang so hingenommen haben? In der BRD werden jede Woche etwa 7 Deutsche getötet und 3000 misshandelt, beschlagen, vergewaltigt, erpresst und ausgeraubt. In den BRD-Medien wird darüber nicht oder nur am Rande berichtet. Täternamen und Herkunft kommen in der Berichterstattung nur selten vor. Ausländerkriminalität wird totgeschwiegen und jede Tat soll ein Einzelfall gewesen sein. Es handelt sich jedoch nicht um die viel bemühten Einzelfälle, sondern um einen Trend. Gewalt gegen Deutsche ist ein wachsendes Problem. Die Deutschen sind wahlweise scheiß Deutsche, scheiß Nazis, Schweinefresser oder Kartoffeln und befinden sich in einer Position des bevorzugten Opfers, weil bei ihnen mit relativ wenig Widerstand zu rechnen ist. So gaben kurdische Jugendliche in Celle offen zu, dass sie Deutsche nicht nur als Opfer bevorzugen, sondern verachten, weil diese sich in der Regel nicht wehren. Wenn Ausländer in allen Statistiken und mit steigender Tendenz für 65-80% aller Gewaltdelikte verantwortlich sind, dann ist es nicht nur legitim, sondern notwendig, dieser Bedrohung entgegenzuwirken. Neben einem sofortigen Zuzugsstopp fordern wir die Ausgliederung der Ausländer aus dem deutschen Sozialversicherungssystem. Diese ausländischen Arbeitnehmer sind einer gesonderten Ausländersozialgesetzgebung zuzuordnen, die bei ihrer Ausgestaltung dem Rückführungsgedanken Rechnung zu tragen hat. Kriminelle Ausländer gehören bestraft und ihre Heimatländer abgeschoben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.